Hallo und herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute stelle ich mir die Frage, old but gold? Es geht um den Cupra Ateca. Der Cupra Ateca ist ja ein Fahrzeug, das durchaus sehr lange schon auf dem Markt ist. Vor allem, wenn man dann mal schaut, wo kommt er denn her? Und zwar von Seat. Den Seat Ateca gibt es bereits seit über 7 Jahren auf dem Markt. Also ein echter Oldie. Klar, den Cupra gibt es 2 Jahre weniger, der ist erst gut 5 Jahre auf dem Markt, aber für die Marke Cupra ist es natürlich ein wichtiges Modell gewesen. Denn er war das erste Fahrzeug, das der Marke eigenständig entsprungen ist, als die Marke 2018 eigenständig wurde. Das kupferfarbene Cupra-Logo wurde das neue Markenzeichen, genauso wie die Farben Kupfer, die sich dann tatsächlich als Cupra-Stilelement durchgesetzt haben. Heute vor der Kamera steht der Cupra Ateca nicht in der krawalligen 300 PS Variante, wie er damals auf den Markt gekommen ist, sondern es wurden ja immer mehr auch Einstiegsmodelle angeboten. Wir fahren heute die mittlere Antriebsvariante. Wir fahren den 2 Liter TSI mit 190 PS Allradantrieb und 7 Stufen Doppelkupplungsgetriebe. Wir wollen heute der Frage natürlich nachgehen, ist denn das Auto gereift oder ist es mittlerweile einfach schon aus der Zeit gefallen nach einer solchen langen Bauzeit? Wir werden also herausfinden, wie sind die Platzverhältnisse des kompakten SUV, wie fährt sich das kleine SUV, wie modern sind noch die Assistenzsysteme, wie kraftstoffeffizient arbeitet der 2.0 TSI hier unter der Haube. Um das herauszufinden, werden wir natürlich gemeinsam jetzt auf unsere übliche Verbrauchsrunde gehen, bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140, 10% Stadtverkehranteil. Dann werden wir natürlich herausfinden, wie effizient er am Ende des Tages auch ist. Wir werden auch am Ende wissen, was kostet der Cupra, wie viel hat er verbraucht. Und natürlich gibt es auch meine eigene Meinung, genauso wie die Themen Platzverhältnisse, Fahrwerk, Antrieb etc. All das werdet ihr heute erfahren, wenn ihr dranbleibt, dem Kanal ein Abo schenkt, denn das ist kostenfrei und versorgt euch stets mit News hier und neuen Fahrzeugen. Also als kleines Dankeschön zum Jahresende hin wäre es toll, noch ein Daumen und ein Like somit und vor allem eure Meinung unten in der Kommentarbox, denn ich bin gespannt, was ihr sagt zum Cupra Ateca, wie ihr ihn findet, was euer Lieblings-Kompakt-SUV vielleicht sogar ist. Lasst uns ein bisschen diskutieren, auch am Ende des Jahres 2023. Und damit steigen wir ein und legen los mit dem Cupra Ateca. Dass die Ateca-Baureihe bereits bei Seat schon über 7 Jahre und bei Cupra über 5 Jahre auf dem Buckel hat, das erkennt man beim Cupra Ateca jetzt auch schon im Design. Er wirkt zwar deutlich frischer durch diese dynamischen Anbauteile gegenüber dem Seat-Modell, die wir hier haben mit dem Wabengrill und den hochglanzschwarzen Elementen. Der wirkt deutlich dynamischer ausgestellte Seitenschwelle, auch am Heck dann eine dynamischere Heckschürze. Zudem eben die kupferfarbenen Logos, die das Ganze hier dann auch nochmal optisch hervorheben. Wir haben hier 19 Zoll Leichtmetallräder, auch hier mit kupferfarbenen Elementen drinnen, die optional erhältlich sind gegen rund 1000 Euro Aufpreis. Das Fahrzeug wirkt aber insgesamt eben etwas kantiger, etwas boxenartiger, so ein bisschen klassischer SUV-Tendenz, Geländewagen eher und nicht eher kombimäßig daher. Er hat kurze Überhänge an Front und Heck, was natürlich auch genügend Böschungswinkel im Fall der Fälle ermöglicht. Zudem haben wir auch eine gute Bodenfreiheit, wenn wir das schon sehen. Das Fahrzeug wirkt auch optisch etwas hochbeinig, trotz eben hier der Cupra-Variante, die ja eher sportlich daherkommen soll.
Zudem mit 4,39 Meter ist der Cupra Ateca ein sehr kompaktes Fahrzeug, 1,61 Meter hoch. Das ist in der heutigen Zeit schon echt klein, muss man fast sagen. Denn die aktuellen Modelle werden ja immer ausladender und auch schwerer. Das ist auch ein großer Vorteil hier, den der Cupra mit sich bringt. Knapp 1,6 Tonnen lediglich, Leergewicht eben 1580 Kilo, um genau zu sein, bringt er hier auf die Waage. Und das ist wirklich ein eher Leichtgewicht in dieser Klasse. Die meisten Fahrzeuge liegen so gut 100 Kilo drüber, vielleicht sogar 200 Kilo. Und Elektrofahrzeuge, da wissen wir selber, da geht es dann schon in Richtung 400 Kilo mehr. Schauen wir uns aber jetzt erst einmal die Platzverhältnisse des Cupra Ateca an. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe gibt es dann einen gut nutzbaren, fast quadratischen Kofferraum. Hier bringt man genügend Alltagsutensilien rein, auch Reisegepäck. In meinem Fall zum Beispiel einen riesigen Samsonite-Koffer plus eben noch zwei Handgepäckstrollys und noch die ein oder andere Geschenke für die Kinder an Weihnachten oder ähnlichem. All das bringt man eben hier wirklich gut runter. Es gibt auch ein Netztrennwand, die optional erhältlich ist, die sollte man natürlich auch nutzen, denn dann kann man eben, wenn man die zweigeteilte Rücksitzlehne umlegt, dann eben auch komplett den Laderaum nutzen und eben bis zur Dachkante eben das volle Volumen von maximal 1579 Litern hier ausnutzen. In einem normal nutzbaren Raum sind es 485 Liter. Was man allerdings ordern sollte, wäre ein doppelter Laderaumboden, den es hier optional gibt, den unser Fahrzeug nicht hat. Denn dann gäbe es beim Umlegen der Rücksitzbank hier keine unschöne Stufe, die wir jetzt hier sehen können. In der zweiten Sitzreihe sitzt es sich dann auch äußerst angenehm. Hinter meinem imaginären Ich mit 1,78 Meter sitze ich sehr gut, habe genügend Knieraum noch und gute Kopffreiheit. Man sitzt eher etwas tiefer in dem Fahrzeug, gar nicht mal so hoch. Man hat hier noch einen schönen Winkel eben von den Beinen, was man eben bei Elektroautos aufgrund der Batterie selten hat. Und zudem haben wir jetzt hier noch Luftausstritte sowie zwei USB-C-Anschlüsse für Modernität. Und für mehr Reisekomfort gibt es dann auch noch eine Mittelarmlehne mit zwei Becherhaltern. Was es nicht gibt, sind Sonnenschutzrollos, dafür aber Isofix-Verankerung an den Außenbahnen, aber leider auch nicht auf dem Beifahrersitz. In der ersten Sitzreihe haben wir dann ein richtig schönes, komfortables und sportliches Gestühl mit diesen Vollintegralsitzen, die wir hier haben. Viel Seitenhalt bieten sie im Schenkelbereich und auch im Lehnenbereich. Die Kopfstütze ist in die Lehne integriert, bietet aber auch eine genügend große Höhe. Mit meinen 1,78 finde ich hier auch eine gute Sitzposition. Der Fahrersitz ist elektrisch einstellbar, bietet auch eine Lordosenstütze. Das Lenkrad ist in Höhe und Tiefe einstellbar. Die Verarbeitung, die der Cupra hier hat, ist auch sehr hochwertig. Man zeigt hier eben auch eine grundsolide Basis, die man hier hat. Alle Materialien wirken robust und auch hochwertig. Unterschäumte Kunststoffe, alles sauber verarbeitet, nichts knarzt, nichts knistert. Und beim Blick über den Armaturenträger, ja, dann kommen tatsächlich schon so ein paar fast schon nostalgische Gedanken auf, gerade als Autotester, wenn man eben moderne Fahrzeuge fährt, keine freistehenden Displays, alles wunderschön in den Armaturenträger hier integriert. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument, wir haben auch einen modernen Multimedia-Bildschirm mit gut 9 Zoll Größe hier, der über Touch eben bedienbar ist, liegt aber auch gut im Sichtfeld des Fahrers, bietet zudem auch modernste Konnektivität mit Apple CarPlay und Android Auto, beides sogar kabellos umgesetzt, was auch gut funktioniert. Darunter sehen wir aber dann schon wieder klassische Elemente, ein klassisches Klimabedienteil mit Rundinstrumenten, was man aber einfach auch wirklich blindlings hier bedienen kann. Also hier gibt das Fahrzeug in der Bedienung gar keine Rätsel auf, auch das 3-Speichen-Lenkrad besitzt noch wunderschöne physische Bedientasten, Drehwalzen. All das lässt sich eben während der Fahrt intuitiv und zuverlässig sauber bedienen. Also ein absoluter Pluspunkt gegenüber ja fast schon moderneren Fahrzeugen, muss man mittlerweile einfach sagen. Unter der Motorhaube steckt dann in unserem Fahrzeug
Hier ein durchaus modernes Triebwerk, ein 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der vielleicht auch für den einen oder anderen schon aus der Zeit gefallen wirkt, für mich aber top modern ist. Er wird schon so in vielen Generationen weiterentwickelt und auch hier findet er mit 140 kW und 320 Newtonmeter eben eine gute Leistung vor, zumal eben das Fahrzeug nicht sonderlich viel wiegt. Das bedeutet, wir beschleunigen den Ateca aus dem Stand auf 100 in 7,2 Sekunden laut Werk und 212 km/h ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Dass die bei 212 km/h liegt und nicht höher, das ist natürlich dem erhöhten Luftwiderstand hier von diesem Fahrzeug geschuldet. Dennoch, das Vierzylinder-Aggregat macht seine Sache sehr gut. Es läuft sehr kultiviert, bleibt stets im Hintergrund. Erst wenn man ihn voll ausdreht, dann kommt so eine schöne, kernige Vierzylindernote zum Tragen, die durchaus angenehm wirkt und auch zu dem sportlichen Charakter des Cupra passt in meinen Augen. Auf der Autobahn zeigt er auch genügend Kraftreserven, dass man eben immer stets durchbeschleunigen kann. Auch ab 160 kann man noch gut nachbeschleunigen und dann geht es eigentlich relativ zügig bis auf 195, 200. Danach wird es halt ein bisschen zäh aufgrund des Luftwiderstands. Das 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe, das hier natürlich verbaut ist, das kann Fluch oder Segen sein, muss man ganz klar sagen. Für mich ist es in diesem Fall hier gut abgestimmt, es funktioniert ordentlich. Ja, der Kraftschluss wird immer wieder etwas verzögert hergestellt, gerade beim Rangieren oder beim Anbremsen an eine Kreuzung und dann weiter beschleunigen. Ja, dann passiert es mal, dass sich das Getriebe ein bisschen verschluckt, das heißt nicht richtig die Gangstufe findet und den Kraftschluss dann eben etwas verzögert herstellt. Damit muss man sich halt einfach zurechtfinden. In meinen Augen, im Normalfall kommt man damit wohl sehr gut zurecht. Das Fahrzeug fährt sich auch unheimlich gut. Typisch Cupra, eben eine eher dynamische Auslegung des Fahrwerks. Wir haben also Federdämpferelemente, die kurze Stöße, die aufeinander folgen oder Querfugen eher direkter in die Karosserie weiterleiten. Die spürt man dann auch genauer, auch im Innenraum. Dem entgegenhalten kann man mit dem adaptiven Dämpfersystem DCC, das man für knapp 1000 Euro hier ordern kann und was man sich in meinen Augen auch gönnen sollte. Denn gerade mit den schönen 19 Zoll Rädern, die man dann hier hat, kann man dann hier einfach nochmal im Alltag den Komfort deutlich steigern. Es gibt eben eine schöne Spreizung zwischen straffer, dynamischer Fahrt eben oder eben dem Alltag mit etwas hoher erhöhtem Komfortgedanken. Für erhöhten Komfort sorgen auch Assistenzsysteme, die hier verbaut sind, auch nicht in der letzten Ausbaustufe. Das bedeutet, wir können nicht teilautonom hier mit unserem Auto durch die Gegend fahren, sondern wir haben hier einfach einen Assistenten, der uns da hilft, eben den Abstand automatisch zu regeln, die Spur aktiv automatisch zu halten im Notfall und eben auch den toten Winkel zu überwachen. Die Systeme arbeiten auch sehr zuverlässig und auch gut. Klar, aber wie gesagt, sind nicht auf dem letzten Stand. Das bedeutet, eine Wasserflasche öffnen während der Fahrt und mal kurz das Lenkrad loslassen, das ist hier halt einfach nicht der Fall. Hier muss man weiterhin die Kontrolle komplett selbst übernehmen. Das System ist hier wirklich ein Assistent und eher nicht dahingehend ausgerichtet, hier eben schon Fahraufgaben ansatzweise übernehmen zu können. Dennoch im Alltag ist das völlig ausreichend. Was mir besonders gut auch im Alltag gefällt, sind eben die kompakten Abmessungen. Das Fahrzeug ist unheimlich wendig, ist gut übersichtlich und wem das nicht reicht, der kann hier sogar noch eine 360-Grad-Kamera ordern, um das Fahrzeug dann nochmal besser im Stadtgetummel einparken zu können und vor allem auch eben nicht die schönen 19 Zoll Räder beim Einparken zu verkratzen. Bevor es mir jetzt im Hals anfängt zu kratzen vom Reden, würde ich sagen, geht jetzt einfach zum Fazit, die persönliche Meinung, was kostet der Cupra Ateca, was hat er verbraucht und was halte ich von dem Fahrzeug. Also bis gleich. Und ist der Cupra old but gold? In meinen Augen ganz klar ja, denn alt ist er mit einer Bauzeit von über 7 Jahren als Seat Ateca und über 5 Jahre als Cupra Ateca.
hat er doch das ein oder andere Jährchen mittlerweile auf dem Buckel. Und gerade wenn man ihn so in Vergleich von anderen SUVs stellt, die jetzt frisch auf den Markt gekommen sind, dann natürlich wirkt er im direkten Vergleich vielleicht hier und da etwas angestaubt. Aber er ist richtig gut gereift. Wir haben eine tolle Verarbeitung. Wir haben auf einem kompakten Fahrzeug ein hohes Maß an Variabilität. Wir haben eine hohe Zuglast für den Alltag. Wir haben ein Allradsystem hier noch vorhanden, was eben auch bei schlechten Witterungsverhältnissen hier durchaus für guten Vortrieb sorgt. Wir haben ein 2-Liter Aggregat, das unheimlich kultiviert und auch kraftvoll arbeitet und was hier mit 190 PS sicherlich eben auf einem Low Level hier dahin köchelt, dass mehr geht, beweist ja im Prinzip das Aggregat als Top-Variante VZ hier mit 300 PS. Also ist da auf alle Fälle noch Spielraum. Und wer ihn sich zulegt, der wird hier sicherlich noch ein bisschen an der Leistungsschraube drehen können. Drehen sollte man auch eine Runde mit dem Ateca, denn er macht unheimlich Laune. Es ist ein sehr fahraktives Fahrzeug, hat eine tolle Lenkung, hat auch ein schönes Fahrverhalten, wenn auch die Federung etwas straff geraten ist. Ich würde hier ganz klar immer zum DCC, zum adaptiven Fahrwerk greifen, denn beim Cupra muss man sagen, das ist ja eh schon etwas straffer und dann so ein bisschen diesen Komfort im Alltag, den würde man doch ganz gerne zurückholen und das kann man hier mit den adaptiven Dämpfersystemen auf alle Fälle. Man sollte jetzt allerdings auch einen sehr gut gefüllten Geldbeutel mitbringen, wenn man sich einen Cupra Ateca neu bestellen möchte. Unser Testwagen, so wie er da steht, mit nahezu Vollausstattung, der kostet schlicht und ergreifend einfach mal 57.180 Euro laut Liste. Damit liegt er 4.700 Euro unter dem 300 PS Ateca und 4.300 Euro oberhalb des Einstiegs Ateca mit 150 PS Frontantrieb und Doppelkupplung. Also ist das auch wiederum die goldene Mitte, muss man sagen. In meinen Augen ist es auch die attraktivste Antriebsvariante, denn für 4.300 Euro Aufpreis zum 150 PS bekommt man eben den deutlich hubraumstärkeren und drehmomentstärkeren Antrieb hier. Zum anderen bekommt man hier auch eben das Allradsystem. Das bedeutet, der Aufpreis ist relativ gering. Für den, der jetzt sagt, klar, das sind völlig überzogene Preise, den verstehe ich. Dem sei allerdings so als kleiner Hint gegeben sein, dass die Autos aktuell sehr stark die letzten 1,5, 2 Jahre ins Leasing gedrückt wurden. Und somit dürften in den nächsten 1 bis 2 Jahren auch sehr viele Ateca oder Cupra-Fahrzeuge wieder auf den Gebrauchtwagenmarkt zurückkommen. Dadurch werden sicherlich auch die Preise etwas gedrückt werden. Dann sollte man auf dem Gebrauchtwagenmarkt sicherlich einen guten eingefahrenen Cupra seiner Wahl sicherlich finden. Beim Verbrauch muss man allerdings auch sagen, dass der 1.5er TSI sicherlich die günstigste Variante wäre. Der 2.0 TSI ist schon eher etwas schluckfreudiger. Er ist schon mit 8 Litern im WLTP-Zyklus angegeben. Auf unserer Verbrauchsrunde haben wir jetzt 8,1 Liter ermittelt laut Tankung. Somit den WLTP ziemlich erwischt. Wer viel über Land fährt, der kann auch Werte um die 7 Liter oder 7,5 Liter erreichen. Wer viel auf der Autobahn unterwegs ist und dann auch mit höherem Tempo, der sollte einfach mal die 10 bis 11 Liter mal einkalkulieren. Also man sieht, die Range ist hier durchaus hoch und liegt auch eher im oberen Bereich. Also ist der Cupra Ateca sicherlich kein Kostenverächter. Dennoch, in meinen Augen gefällt er mir richtig gut, weil er noch in die Zeit passt, aufgrund des eher leichten Gewichtes, aufgrund der kompakten Abmessungen und weil er trotz des Alters immer noch sehr modern geblieben ist. Wir haben ein interessantes oder gutes Infotainment-System. Wir haben weiterhin ordentliche Assistenzsysteme, zwar nicht auf dem letzten Stand der Technik, dennoch sehr gut funktionierende Systeme. Und in meinen Augen macht der Cupra Ateca hier eigentlich nichts groß falsch und ist sondern eigentlich eher ein guter Kauftipp, meiner Meinung nach. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Meinung da draußen. Schreibt sie mir jetzt gerne in die Kommentare, lasst uns gerne diskutieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich gebt dem Ganzen bitte einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit der Kanal wachsen kann und ich euch weiterhin auch hier immer neue Fahrzeuge präsentieren kann. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.
Thank you.